hoch. Moinsen und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Ark Survival Evolved. Das Paraceratherium, das trägt meine Basis mit sich rum. Ich hab's geschafft, ich hab eine Basis auf dem Rücken vom Paraceratherium gebaut. Wie geil ist das denn? Man kann auf diesem Plattformsattel leider nur 32 Einheiten bauen. Auf dem Bronto geht ein bisschen mehr, da gehen 50 Einheiten. Und als Einheiten zählt laut Wiki tatsächlich jedes kleine Ding. Also egal, ob das jetzt so ein, keine Ahnung, wie bei dieser Steckdose da, so dieses Steckdosending ist oder ein Kabel zum Generator oder der Generator selbst, das zählt alles als Einheit. Also alles, was platziert wird, geht auf dieses Konto drauf. Und ja, das ist natürlich dann ein bisschen frickelig. Also ich hatte hier am Anfang noch was viel Größeres gebaut ursprünglich. Ein Haus, das war 3 Einheiten breit und so, aber da hätte ich dann kaum noch was platzieren können, abgesehen davon. Und da habe ich mir gesagt, okay, dann mache ich es halt ein bisschen kompakter, ja. Hier so ein bisschen mit Sonnenschutz und so. Und hier drin, da ist auch ein Bett, ja. Und hier könnte man auch noch was hinstellen. Mache ich es halt ein bisschen kompakter und baue mir stattdessen dann noch einen Generator hier drauf. Und halt, ja, Lampen, damit man halt nachts auch unterwegs sein kann und nach vorne hin was sieht. Weil meistens kommen die Gefahren ja von vorne, weil man in irgendwas reinläuft, womit man nicht rechnet. Und ja, diese Scheinwerfer machen halt gut Licht. Ich könnte theoretisch hinten auch noch ein Omnilicht reinstellen. Das müsste auch noch drin sein im Budget. Also im Einheitenbudget. Und ich würde sagen, wir machen mit dem Paraceratherium, ja genau, das muss ich auch noch zeigen. Hier habe ich noch so einen kleinen Bahnhof gebaut, ja. So einen kleinen Paraceratherium-Bahnhof, dass man da auch hochlaufen kann. Theoretisch könnte ich da auch, ich glaube, die Affen müsste ich da auch raufstellen können. Also zumindest einer müsste Platz haben oder zwei. Die könnten hier oben draufstehen. Aber es ist natürlich immer ein bisschen gefährlich, wenn das dann angegriffen wird, rennen die Affen dann runter, wenn die nicht auf passiv stehen. Deshalb ist das ein bisschen, ein bisschen schwierig. Auf jeden Fall, ja, also hier habe ich dann halt auch so einen kleinen Bahnhof hingesetzt, dass man da auch zusteigen kann. Fenster habe ich hinten nicht reingebaut in das Häuschen, weil ich hatte bei dem anderen Häuschen, hatte ich Fenster drin. Und man wird so seekrank. Man wird so schnell seekrank, wenn man da drin steht in diesem Haus. Und man sieht halt immer, wie sich dieses Ding immer auf und ab bewegt. Und man sieht, wie sich die Landschaft bewegt. Da wird man seekrank. Wirklich. Wenn man da zu lange drin steht in dem Haus, wird man seekrank. Deshalb habe ich keine Fenster drin. Weil das Seekrankheit entsteht ja vor allem dadurch, dass man, dass das Gehirn nicht mehr so richtig unterscheiden kann, ja. Die Informationen, die das Gehirn bekommt, nicht mit dem übereinstimmen, was das Gehirn sieht. Quasi. Also das, was das Gleichgewichtsorgan an Info bekommt, ist nicht das, was das, was der Sehsinn wahrnimmt. So, genau, dass da ein Gegensatz entsteht. Genau deshalb hat das Ding keine Fenster. So, aber wir wollten ja eigentlich was anderes probieren. In dieser Folge habe ich ja gesagt, dass wir mal so ein bisschen das mit den Färben ausprobieren. Mache ich mal das Overlay wieder an. Dazu kann ich jetzt hier nicht auf das Inventar zugreifen. Die F-Taste ist irgendwie gerade blockiert. Was ist das denn? Hier geht's. Warum geht das denn hier nicht? Jetzt geht's. Warum auch immer. Wir wollten ja eigentlich mal ein bisschen rumexperimentieren mit den Farben. Und da habe ich ein bisschen was vorbereitet, beziehungsweise ich habe einfach mal dem Affen oder mit dem Affen so ein paar Bären zusammengesucht, ja. Und ich möchte eigentlich vor allem erstmal diesen Affen weiß färben. So, also um die weiße Farbe zu machen, braucht man erstmal Charcoal. Man braucht eine volle Flasche Wasser oder eine Wassersack, einen Wassersack, einen vollen. Dann braucht man weiße Beeren. Und das war's schon für die weiße Farbe. Also man kann unglaublich viele Farben machen, das habe ich schon gesehen. Ich mache das natürlich mit Wiki, weil sonst würde ich damit gar nicht klarkommen. Weil ich die ganzen Rezepte, das könnte ich gar nicht im Kopf behalten. Das ist einfach zu krass. Ha, Moment, ich brauche noch Charcoal. Hier war sie drin, ne? Jawohl. So. Dann wollen wir mal. Also, wie gehabt. Einmal eine Wasserflasche. Da. So, und das müsste schon sein. Schauen wir mal.
Ein Pinsel habe ich ja noch irgendwo. Den muss ich auch nochmal raussuchen. Ich glaube, der war sogar hier. Ja! Wusste ich's doch. Da wäre sogar nochmal eine Wasserflasche. Könnten wir eigentlich gleich mal voll machen. Dann, genau, kann ich hier nämlich gleich die Wasserflasche nachlegen und kann das immer so wechseln. Dann kriege ich mehr Farben raus. Warum bin ich auf die Idee nicht schon früher gekommen? Das hätte ich bei den Kibbles auch schon machen können. Egal. Egal. So, wir machen erstmal 10. Ich weiß gar nicht, wie viel man für so einen Affen braucht. Wie viel Farbe. So, holen wir das mal raus. Put out fire. So, wenn ich jetzt die Farbe auf den Pinsel ziehe. Oh, ich könnte die T-Rex-Glases da, könnte ich auch einfärben. So, jetzt haben wir einen weißen Pinsel. Jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt passiert, wenn ich mit dem Pinsel auf den Affen gehe. Also, wir wählen den Pinsel aus. Ich möchte ja so einen Bigfoot-Affen haben. So, jetzt könnte es ein bisschen ziepen. Aha! Moment. Huch. Guckt mal. Ich sehe meinen Affen. So kann ich ran. Also mit Mausrad kann ich ranzoomen. Irgendwie konnte man. Ah, mit Control, also Steuerung und linke Maustaste kann ich drehen. Das ist auch gut. So. Und wie kann ich die Pinselgröße verändern? Moment, da lese ich gerade. Shift und linke Maustaste zu Thick Paint. Ah ja. Guckt euch das mal an, ist das nicht geil? Ich kann mir einen Bigfoot malen. Also so ein Yeti. Genau, ein Yeti, genau. Yeti wollte ich ja haben. So rum. Ich hätte mal den Helm abnehmen sollen von dem Affen. Oh, die Farbe ist fast leer. Guck mal. Aber wir haben ja noch was. Wir haben ja noch Farbe. Ja, jetzt geht's nicht mehr. Jetzt muss ich wieder nachlegen. Das ist cool gemacht. Das ist echt cool gemacht, muss man mal sagen. Also, das ist der Hammer. Ich glaube, ich male alle meine Affen weiß an. Weil wir wollen ja dann ab dem Winter, ab der Zeitumstellung, das ist ja bald, ins Schneebiom umziehen. Mit dem Paraceratherium und so, ja, da gehen wir dann ins Schneebiom und bauen uns dann da eine neue Basis auf. Beziehungsweise ich werde dann da so eine kleine Schneebasis halt aufbauen. Genau, dann werden wir auch hier den Megalozeros werden wir zähmen, den Riesenhirsch und auch Wölfe en masse. Und dann leben wir einfach den ganzen Winter im Schnee- und Eisbiom. So, Moment. Jetzt muss ich den mal drehen. Genau, hinten ist ja noch alles nackig hier. Knackig, aber nackig ist er, der Kleine hier, der kleine Affe. Schauen wir mal. Da kann man ja direkt richtige Muster machen. Das ist ja krass. Ich könnte dem jetzt voll das Arschgeweih tätowieren. Das könnte ich auch mal machen. Ein Affen mit Arschgeweih. Das ist doch absolut genial. Oder diese Sternchen, die dann so an der, wie sagt man? Nicht Hüfte, sondern das da drüber. Keine Ahnung. Weiß ich gerade nicht. Ist mir gerade entfallen. Diese Sternchen, die man da immer so hat. Oder die es da so gibt. oder. Ja, da gibt es ja einige sehr schöne Tattoos. Oder Herzchen. I love Mama. Aber in dem Fall wäre es ja I love Papa. I love Papa, genau, sowas muss ich auch unbedingt machen. Episch. Ach ja, genau, und den Kermit kann ich grün einfärben. Wie geil ist es? So, die Fußsohlen auch. Ich will einen 100% Yeti und keinen 50% Yeti hier. Man kann es mit dem Licht ein bisschen schwer beurteilen, ehrlich gesagt. Huch. Da ist noch was, was noch nicht weiß ist. In dem Licht ist das ein bisschen schwer, das richtig beurteilen zu können, ob der jetzt wirklich weiß ist oder nicht. Unterm Achselhöhlen muss er noch weiß gemacht. Ah, keine Farbe mehr. Man braucht ganz schön viel Farbe für so einen Affen.
Muss ich mal sagen jetzt. Also es ist nicht ohne. Hier fehlt doch auch noch was, genau. Da auch noch. Schön flächendeckend. Kann man nicht... Irgendwie, gibt's nicht irgendwie eine Taste, wo ich den Affen komplett einfärben kann? So mit einem Klick. Ah, guckt mal, da fehlt doch auch noch was hier. Guckt mal, ist voll schmutzig, wie er aussieht da. Wie ein weißes Äffchen. Das Äffchen der Unschuld. Ein Unschuldsäffchen will ich hier haben. Guckt euch das doch mal an, ist das nicht schön? Immer schön malen. Malen nach Zahlen. Das sieht schon gut aus, muss ich mal sagen. Das sieht schon echt gut aus. Hier ist noch ein Fleck. So, mal nochmal drehen bitte. Nochmal unter den Achselhöhlen richtig, richtig einfärben. Einen fetten hätte ich jetzt beinahe gesagt. Im Schritt am besten auch nochmal. Da bin ich mir jetzt auch gerade nicht sicher, ob da alles passt. Da, guckt mal, da ist doch noch eine Stelle gewesen. So. Einfach mal. So, und jetzt im Kopf weiß ich jetzt gerade gar nicht. Er müsste mal vielleicht, Safe Paint. Yeti 1 nennen wir das mal. Set. So, und jetzt? Close. Haha, ist das geil oder ist das geil? Ich hab einen weißen Affen. So, Moment, Harry, ich muss dir mal den Helm abnehmen. Oh, warte mal, da habe ich eine Stelle vergessen. Das sieht ein bisschen merkwürdig aus. Warte mal, du. Ich muss dich nochmal, ich muss dir nochmal die Seite einfärben, glaube ich. Da so. Ja, hier so. Aber irgendwie finde ich, die Augen müssten frei bleiben, oder? Das sieht ein bisschen komisch aus um die Augen. Das sieht doch ein bisschen sehr arg blass aus. Arg blass. Ich gehe mal an die Augen ein bisschen näher ran. Control, rechte Maustaste, um zu löschen. Ah! Nee. Ach, Right Mouse Button. Okay, ich habe linke Maustaste gemacht, natürlich. Ah, Moment, Moment, stopp, 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 stopp. So. Ja. Ja. Vielleicht noch ein bisschen so rüber. Weil die Augenfarbe, finde ich, sollte schon erhalten bleiben. Ihr merkt schon, jetzt kommt der Perfektionist in mir durch. Ja. Ja, komm, nennen wir auch wieder Yeti 1. Überschreiben wir das einfach. So. Ja, yeah, genau so. Ausdrucksstarke Augen wollen wir haben, keine toten Augen. Sehr gut. So finde ich das cool. Das ist echt ein schöner Yeti, muss ich mal sagen. Harry, du bist der beste Yeti, den ich je gesehen habe. Du könntest glatt als Yeti durchgehen. Ach, das ist herrlich. Ich liebe dieses Spiel. So, und was ich auch unbedingt noch machen muss, wo ist er denn? Genau. Kermit, du weißt, was dir bevorsteht, hoffe ich. Moment, ich muss dich... Erstmal muss ich dir ein Level abgeben. Du kriegst mal Stamina. So, und als nächstes machen wir mal grün. Froschgrün. Da muss ich mal gucken, was wir da für Farben brauchen. Was sagt denn die Wiki? Grün. 9 von den gelben, 9 von den blauen und 2x Charcoal. Okay, das ist gut. Dann, ja, sollte ich die vielleicht mal holen. Der Harry hat ja noch welche. Also, 9 von den gelben, 9 von den blauen. Dann nehmen wir einfach so und so. Das passt, genau. Und schnell nochmal Wasser nachfüllen. Flupp. Oha. Genau, Wasser nachfüllen und dann wieder Farbe kochen. Also einmal hier, so, so, so und light my fire. So, dann machen wir hier gleich noch die Flasche voll. Weiß ja nicht, wie viel ich für den Frosch brauche. Grüne Farbe.
Ist das auch so eine Kermit-Farbe? Nee, warte mal, die Kermit-Farbe ist doch viel dunkler. Stopp! Das ist nicht die Kermit-Farbe. Huch, jetzt habe ich blaue Farbe gekriegt. Warum das? Muss ich das verstehen? Sekunde, Sekunde, Sekunde. Wo sind jetzt die Flaschen? Komm, gib mir mal die Flaschen. Machen wir schon die Flaschen nochmal voll hier. So und so. Oh nein, ich habe kein Wasser mehr, ne? Der Wassertank ist leer. Scheiße. Okay, dann kann ich jetzt nur hoffen, dass es demnächst regnet. Ach nee, Moment. Ich habe ja noch das Wasser im Dings. Moment, 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 Moment. Die Kermit-Farbe ist die Forest-Farbe und die ist 7 gelb, 7 blau und 4 schwarze. Okay. Dann machen wir mal das so. Lass mich durch. So, da legen wir schon mal die schwarzen Bärchen. Die legen wir schon mal rein. So. Müssen die Zahlen identisch sein? Moment, kriege ich das vielleicht hin, dass ich da exakt 9 drin habe? Weiß es gar nicht. Ja, man könnte es halt so machen. Ja, kann man mal machen auf jeden Fall. Man kann sich mal mühsam durchklicken. So. Machen wir mal 45. Das ist 9 mal 5. Und hier machen wir das gleiche. Ach nee, es sind ja jetzt 7. 7 mal 7 ist 49. Dann warte mal. Machen wir mal. So. Und machen wir mal hier auch 49. So. Gut, das ist jetzt nicht 49, aber davon brauche ich ja auch nicht so viele. Da brauche ich ja nur 4, das reicht. Genau. So, jetzt muss ich noch Wasser beschaffen. Wasser, wir brauchen Wasser. Brauchen Flüssigkeit. Ich könnte einfach reinpinkeln, aber leider kann man ja noch nicht pinkeln in Ark. Da ich das Kacken ja so unglaublich feiere, hoffe ich, dass es auch irgendwann mal möglich sein wird, dass das irgendwann mal nachgepatcht wird, dass man auch irgendwann mal pinkeln kann. Das würde ein ohnehin schon gutes Spiel noch perfekter machen. Muss ich an der Stelle mal sagen. Und wir sehen, es ist Nacht, ja, aber wir können hier in der Base alles sehen, weil ich das so wunderschön ausgeleuchtet habe hier. So hell wie ein Weihnachtsbaum ist die Base. Bin ich auch ein bisschen stolz auf mich, dass das so gut geklappt hat. Und vor allem, dass wir das so schnell realisiert haben, ja. So. Rein mit den Flaschen. Feuer anmachen. Und ich hoffe, ich krieg die Farbe, die richtige. Schauen wir mal. Navy Coloring, Olive Coloring. Das ist aber falsch. Das ist nicht das, was ich will. Moment. Ach so, für den Forest-Ton brauche ich... Was ist denn das? Gunpowder? Warum denn Gunpowder? Okay, naja gut. Auf jeden Fall haben wir damit noch 2 weitere Farben kennengelernt. Ah, okay. Also, das ist nicht so einfach mit den Farben. Ihr merkt das schon, da muss man echt aufpassen, was man macht. Also, ich würde sagen, die Folge ist an der Stelle zu Ende. Und den Frosch... Den färben wir ein in der nächsten Folge. Da mache ich dann die richtige Farbe. Bis zur nächsten Folge Ark Survival Evolved. Bis dann, ciao, ciao.